Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Online-Con und damit auch wieder zu einer neuen Rätselqueste. Und dies ist die erste Aufgabe, bei der es diesmal darum geht, dass wir ein paar dass wir ein paar Elemente hier verteilen sollen auf diesem Raster. Und zwar so, dass in keiner Zeile und keiner Spalte ein Symbol doppelt vorkommt. Das heißt, alle sechs Elemente müssen in jeder Zeile, Spalte genau einmal vorkommen. Gut. Schauen wir uns das mal an. Nehmen wir mal hier dieses tolle Feuersymbol, was wir haben, und überlegen uns, wo müsste dieses Feuersymbol in dieser Zeile hier drunter auftauchen. Es kann nicht in dem ersten Feld hier sein, denn da befindet sich ja schon das da drüber. Dann wären ja zwei Feuer in der Spalte. Es kann sich nicht hier in diesem großen Feld befinden, weil wenn ich es hier einzeichnen würde, wird das ja auch für diese Zeile hier gelten und damit wären da auch zwei Feuer. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, dass es sich in diesem Feld befindet. Gucken wir hier unten auf die Luft. Die Luft ist in dieser Spalte einmal vorhanden. Wie oft ist sie denn in dieser Spalte? Wo kann sie denn in dieser Spalte sein? Sie kann nicht hier sein, denn dann wäre sie in der gleichen Zeile. Sie kann aber auch nicht hier sein, dann würde sich dieser Bereich überlappen. Gleiches gilt für das Feld und das Feld. Dieser Bereich darf ja keine Luft enthalten. Das heißt, das einzige Feld, wo die Luft sein könnte, wäre dieses hier und damit haben wir ein breites Dreierfeld mit Luft. Damit wissen wir, die Luft kann sich nicht in diesem Feld hier befinden und damit bleibt für diese Zeile nur noch das Feld für die Luft und ebenso dieses Feld für die Luft. Damit haben wir alle Symbole hier eingezeichnet. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Eis, was dann hier reinkommt. Dann ist die große Frage, was kommt jetzt hier in die oberste Zeile noch so rein? Wir sehen hier schon ein Humus-Symbol. Das Humus-Symbol blockiert diese beiden Felder. Das heißt, Humus muss in der obersten Zeile an dieser Stelle vorkommen. Und in diesen beiden Feldern sind dann nur noch Feuer und Luft irgendwie einzusortieren. Gut, schauen wir weiter. Wir haben hier einen schönen Bereich, der sich sehr überlappt mit drei Symbolen da oben. Und da kann man sich jetzt mal die Frage stellen, was denn mit diesem Eissymbol hier ist. Wo kann sich denn das Eis in dieser Spalte hier befinden? Es kann sich hier befinden, es kann sich nicht hier befinden, es kann sich auch nicht hier befinden, es kann sich nicht hier befinden, es kann sich nicht hier befinden. Also nur dieses Feld und dieses Feld ist für Eis denkbar. Was ist denn mit dem Erz? Das Erz sorgt dafür, dass in dieser mittleren Spalte hier es nicht. Hier kann es ja sowieso nicht sein, da ist ja schon Luft drin. Hier oben ist Eis drin, hier kann es nicht sein, dann würde es sich hiermit überlappen. Hier kann es auch nicht sein, hier kann es auch nicht sein. Das heißt, das einzige Feld, was Erz enthalten könnte, ist dieses hier. Was machen wir mit dem Wasser? Hilft uns das auch in irgendeiner Form? Lasst uns gemeinsam überlegen. Wasser, 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 wo könnte in dieser, ja, Wasser kann jetzt nur noch sich hier befinden oder sich hier unten befinden. Mehr Möglichkeiten gibt es da nicht. Hilft uns aber noch nicht so wahnsinnig weiter. Was ist denn? Was ist denn mit dem Luftsymbol? In der untersten Zeile ist es schon platziert. Was ist denn in der nächsten Zeile darüber? Es kann sich natürlich nicht hier befinden. Es kann sich auch nicht hier befinden. Es kann sich nicht hier befinden. Das ist alles schon vergeben. Das heißt, Luft kann nur noch in diesen beiden Feldern hier sein. Hilft uns das in irgendeiner Form? Wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Ich sage es einfach trotzdem mal. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an, hier irgendwelche Tipps mal. Ne, fangen wir an einzuzeichnen? Ich weiß nicht. Was mit dem Humus? Der Humus in der vierten Spalte kann nicht ganz oben sein, kann nicht hier sein, kann. Also in der vierten Spalte kann es eh nicht sein. In der fünften Spalte kann nicht hier sein, weil das schon belegt ist. Kann nicht hier sein, weil sich das überlappen würde. Könnte hier sein, kann nicht hier sein, nicht hier sein. Könnte durchaus noch hier sein. Also Humus kann nur in diesem Feld und in diesem Feld hier unten sein. Was ist denn mit dem nächsten hier?
Ja, entweder ist der Humus halt in diesem Doppelfeld, dann sind beide Spalten abgedeckt, oder es ist halt in diesem Feld, dann muss das andere in dieses Feld rein. Also das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, wo der Humus sein könnte. Wenn das der Fall wäre, dass sie hier sich verteilen, dann kann das hier schon mal kein Humus sein. Wo wäre der Humus dann in dieser Spalte hier anzutreffen? Entweder hier oder hier. Hilft uns das? Ich glaube nicht. Ich glaube es gar nicht. Was haben wir denn noch? Die Luft kann sich in dieser Zeile nicht hier befinden, weil da ist sie ja schon hier vorne. Sie kann sich durch die beiden Felder nicht hier befinden. Sie kann sich nicht hier befinden und sie kann sich nicht hier befinden. Das heißt, diese beiden Felder hier müssen die Luft enthalten. Einer von beiden muss es sein. Wenn hier die Luft in jedem Fall drin ist, in einem von beiden, was ist denn dann mit dem anderen? Wo könnte denn der andere dann sein? Hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Hier sowieso nicht. Hier dann jetzt auch nicht mehr, weil das in jedem Fall blockiert wäre. Das heißt, die einzige Möglichkeit wäre, wenn diese beiden Felder hier die Luft enthalten würden. Beide können Humus enthalten und beide können. Ist das richtig? Ja, das hier muss Luft und Humus sein. Okay, ich bin nicht sicher, dass uns das irgendwie weiterhilft, aber wir wissen zumindest, was hier schon mal nicht drin sein kann. Was kann denn hier nicht drin sein? Es kann nicht Luft sein, es kann nicht Humus sein, es kann nicht Erz sein, es kann nicht Feuer sein. Es könnte höchstens noch Eis sein. Es könnte Feuer sein. Und leider könnte es tatsächlich auch noch Wasser sein. Das ist ein bisschen viel, um sich da jetzt einen Kopf drüber zu machen. So, was kann denn hier hin? Zu viel. Aber es kann hier nicht mehr die Luft hin. Hier kann auch nicht die Luft hin. Hier kann sowieso nicht die Luft hin. Das heißt, das einzige Feld, was jetzt noch für die Luft bleibt, ist dieses hier. Sehr schön. Wir haben wieder eins gefunden. Luft hier, Luft hier. Dann bleibt nur die Luft hier. Und damit muss die andere Luft hier oben sein. Damit haben wir jetzt alle Luftsymbole verteilt. Damit ist das hier eindeutig das Feuer. Wenn da das Feuer ist, kann es nicht hier sein. Es könnte noch hier sein. Hier kann es sowieso sein, haben wir schon geklärt. Und hier könnte es auch sein. Zehn Minuten sind schon fast rum. Also dieses Rätsel finde ich für einen Einstieg schon erstaunlich knackig. Vielleicht wollte man die keine Ahnung von sowas haben, direkt abschrecken, aber wir lassen uns natürlich nicht abschrecken. Okay, gucken wir uns das nochmal an hier. Wir haben
Erz, wir haben Feuer, wir haben Wasser, wir haben Eis und wir haben Luft. Das heißt, hier muss Humus sein und damit ist das hier falsch. Oder? Wenn das hier Humus ist, müssen die beiden hier Luft sein. Luft, 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 Humus, Humus, Humus. Das heißt, der Humus hier kann sich nur noch da unten befinden. Wow. Wow. Was tue ich hier? Was habe ich denn hier gerade für einen Pinsel gehabt? Ich bin sehr verwirrt. Hatte ich etwa das mittlere Werkzeug hier? Nein. Wird ja immer schlimmer. Ich nehme an, ich hatte einen Malpinsel. Ah, ich will einen einfachen, langweiligen Pinsel. So. Okay, das heißt, hier unten muss der Humus rein. Damit haben wir jetzt den Humus hier, hier und hier, also und hier abgehakt. Das heißt, der einzige, wo es noch fehlt, ist in dieser ganze Bereich hier. Der eine hier kann es nicht sein, also die beiden können es auch nicht sein, also muss es dieser Humus hier sein. Ich hoffe, das ist korrekt. Dann. Könnte denn hier oben überhaupt noch drin sein? Ah, vieles. Lass mal mal. Das Feuer. Wo könnte denn Feuer sein? In dieser Spalte, wo kann Feuer sein? Es könnte nur hier oder hier sein. Hier kann kein Feuer sein, hier könnte Feuer sein. Wir haben den kompletten Humus und wir haben das komplette Luftelement platziert. Das heißt, es bleiben uns nur noch das Eis. Wo können wir denn? Irgendwo gab es doch noch Möglichkeiten, Eis zu platzieren. Wenn in dieser Spalte jetzt hier schon alles belegt ist, dann bleibt für das Eis doch wirklich nur noch dieses Teil hier übrig. Damit ist diese Spalte auch schon vereist. Damit kann das Eis nicht mehr hier sein. So, wo ist denn dann in dieser Spalte das Eis? Entweder hier, da geht es aber nicht, dann muss es doch eindeutig hier sein. Eins, zwei, drei. Wir haben diesen ganzen Bereich von hier bis hier haben wir jetzt schon abgedeckt. Was ist denn dann hier in dieser Spalte? Hier kann kein Eis sein und hier kann kein Eis sein. Das heißt, das Eis muss hier hin. Damit haben wir diese ganzen zwei Reihen hier abgedeckt und damit bleibt nur noch für diese Reihe dieses eine Feld hier übrig. Alles andere ist schon vereist. Und hier bleibt nur noch das übrig. Damit haben wir auch das Eis komplett. Das haben wir und das haben wir. Sehr gut, läuft. Was kann denn noch hier hin? Uns fehlt in dieser Spalte noch das. Oh, hilft, glaube ich, nicht, ne? Es fehlt noch das Erz und das Feuer. Erz und Feuer haben wir beides noch nicht. Hier. Kann kein. Also in dieser ganzen Spalte fehlt jetzt auch noch das Erz und das Feuer. Damit ist das Feuer hier und das Erz ist hier. Damit ist hier das Feuer und hier das Erz. Und damit ist hier das Wasser. Das hier kann weg. Wenn da das Wasser ist, kann hier das Wasser nicht mehr sein. Was kann denn hier noch sein? Das
Erz könnte es sein, das Feuer könnte es nicht sein, das Wasser könnte es nicht sein und die anderen haben wir schon alle platziert. Das heißt, das hier muss das Erz werden. Was haben wir dann hier drin? Das Erz kann es nicht sein, das Feuer fehlt noch. Feuer könnte in dieser Spalte, in dieser Zeile noch fehlen. Und dann haben wir hier unten nur noch das Wasser, was fehlt. Und in dieser Spalte fehlt jetzt noch das Feuer. Hier in der Zeile fehlt noch das Feuer. Das hier dürfte dann das Erz sein, wenn ich mich nicht irre. Und damit bleibt für das hier nur noch das Wasser übrig. Und hier oben ebenso. Wir haben soeben alle Elemente innerhalb von 16 Minuten verteilt. Wunderbar.